Willkommen zum Alan Frey Podcast. Heute mit dem allerersten Gastrounternehmen, den ich jemals in diesem Podcast hatte. Und zwar mit dem Nico Mäder. Und zwar haben wir probiert, Sachen über dich herauszufinden. Und es war sehr schwer. Es war wirklich schwer. Das lässt sich zurückzuführen auf deine sehr dunstige Karriere im Nachtleben wahrscheinlich. Meine Mitarbeiter haben geschrieben zwischen 43 und 45. Ist das richtig? Alter? Ja. Sind schon mal sehr gute Mitarbeiter. 47. 47? Aber ich bin sehr reif für mein Alter. Ja. Und wirklich ein bisschen älter. Dann führst du Bärengas. Du hast eine Catering-Firma. Das Atelier, früher noch die Blaue Ente. Und hast MBM Gastromanagement. Vielleicht werden wir nachher noch ein bisschen darüber reden. Aber deinen grossen Durchbruch hast du geschafft gehabt, dort noch im Saint-Germain und Borolac. Das waren deine glorreichen Zeiten gewesen. Können wir vielleicht nachher noch darüber. Bevor wir ins Interview eingehen, was ist schlimmer? In meinem Podcast über dich zu reden oder im Inside-Paradeplatz über Ziggy Päckli zu reden? Ja, das heute habe ich, glaube noch in eigener Hand und kann dementieren, zumindest wenn du falsche Informationen wie mein Firmenname, der nicht mehr der Staat gibt. Firmenname falsch, aber der Herr Hässig, ja. Ich sage immer, wenn dann ja, Mäder schon mit E geschrieben wird und auch sonst alles falsch ist, dann ist auch die Information nicht richtig. Ey, aber das ist ja, ist ein Gast, ich habe den Gast nachher, mir ist gesagt worden, wer das gebracht hat. Ich habe ihn dann getroffen. Und hast du ein Sigi-Pack gesehen? Das ist mir ein bisschen unangenehm gewesen und ich habe... Hast du mir das dann... Sie hat da Mäder mit A eingeschrieben. Danke mal. Meine allererste Frage, die ich immer stelle, ist, warum machst du das, was du machst? Weil ich mit 18 das erste Mal machen durfte und einfach gemerkt habe, dass mich erstens das mega glücklich macht, auch ganz direkt Feedback zu bekommen in dem, was ich mache. Als Beizer, wenn du es gut machst, hast du am Abend 100 Leute haben, die dir nachher sagen, danke, das war super gewesen. Und auch das gerade in der Gastronomie, wo ich angefangen habe, jetzt vor bald 30 Jahren, ich habe gemerkt, es war eine Branche in Zürich, wo jetzt nicht sehr viel Innovatives und Drive da war und auch vielleicht gespürt habe, ist vielleicht jetzt noch ein einfacher Weg, so etwas aufzubauen und so weiter. Aber sicher der kleine Teil. Der Hauptteil war, dass so abgedroschen ist, so das Born to Serve. Ja, das hast und du mir immer gesagt, Born to Serve. Das ist deine Mission. Ja, ich fühle mich einfach, ich glaube, die meisten, fast alle guten Gastronomen, die ich kenne, die machen das gern und fühlen sich nicht irgendwie als nicht auf Augenhöhe mit dem Kunden und dem Gast. Und ich habe sehr viel Glück gehabt, durch meinen Vater in den besten Hotels und Restaurants auf dieser Welt zu sein und die Welt entdecken. Und ich eigentlich wie ganz naiv, dass dann meine Gäste damals im Planet Hollywood in Zürich... Ich habe gerade eine Frage, was ist denn das mit 18 gewesen dort? Planet Hollywood Zürich, ist das die erste Station gewesen? Ja, das ist dann am Umbau gewesen. Da bin ich mit meinem Schulfreund Boris Rami. Ihn haben sie dann nicht genommen. Haben mir das Schild gesehen, sie suchen die Leute. Und dann habe ich einfach mal irgendeinen CV gemacht. Ich habe schon in Caterings geschafft, das war alles falsch gewesen. Und dann hat der Herr Nils Stolzlechner, der Personalchef, hat dann mit mir ein Interview gemacht und hat nach ein paar Minuten gemerkt, dass ich überhaupt keine Ahnung habe. Ja. Und dann ist sehr amerikanisch, hat er gesagt, ja, yeah, you know, wir sind eine Familie und bla 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 und kannst dich identifizieren mit Planet Hollywood. Und ich habe von meiner Stiefschwester von London eine Planet Hollywood Unterhose mal bekommen. Und ich habe also, das ist wahr, meinen ersten Job bekommen, indem ich meine Unterhose gezeigt habe. Und er hat gesagt, look, du kannst nichts, aber irgendwie müssen wir es ausprobieren. Und ich habe dann die ersten Monate nur Foodrunner. Also ich habe nicht den Gast wirklich bedienen, also ich habe nur grosse Tablette an den Tisch bringen. Anstellen, das ist das mit den Dings, oder? Klapptischli, wo du in den amerikanischen Restaurant, genau, wo die grosse Tablare mit den Burgers bringst. Kurze Werbung in eigener Sache. Und zwar, hast du gewusst, dass du Mitaktionär kannst werden von der Alan Frey Company? Und zwar ganz einfach, indem du auf www.alanfrey.com/investor gehst und nachher kannst du dort mega einfach für unter 2 Franken eine Alan Frey Aktie kaufen und bist Teil von dem Ganzen. Und schau doch mal rein unter www.alanfrey.com/investor und schau mal, ob das vielleicht etwas Spannendes könnte sein. Jetzt zurück zur Show. Heute bist du Unternehmer. Warum hast du dein eigenes Unternehmen gegründet?
Das ist leichte Autoritätsproblem, das ich in der Schule schon hatte. Zum Glück nie ins Militär müssen, glaube ich. Das wäre nicht gut gewesen, wenn meine Eltern sich das gewünscht hätten, dass es mir gut tut. Und ich habe immer gemerkt, so, mir ist erstens... Könntest du es besser als sie es nicht sagen? Nicht besser, aber irgendwie, mir ist auch immer so, wenn ich irgendwie nicht weitergekommen bin, ist es lang, wenn es funktioniert hat, ist es langweilig geworden und dann bin ich zum nächsten Job, zum nächsten. Und irgendwie einer gemerkt, wenn du selbstständig bist, sollte ja die Langweile dann nicht kommen, weil sie dann dies ist. Ja. Du musst immer weiterentwickeln, du hast schnelle Wege. Ich bin auch jemand, wo, wenn ich einen grösseren Betrieb geschafft habe und ich gewusst habe, für eine Idee von mir braucht es 7 Sitzungen und in 2 Monaten komme ich Bescheid über. Irgendwann habe ich einfach nichts mehr gemacht, weil ich brenne und das löscht aber auch schnell. Das ist und das muss ich ganz schnell, solange es brennt, muss ich dann schauen, dass ich etwas damit mache. Und das ist dann eben der Zufall, dass ich in einem Borolag bin und Dieter Meier kommt und sagt, hey, so wie du das machst, finde ich so mega, das ist meine Handynummer, lütsch mir an, wenn du deine eigene Beiz willst. Und 2 Jahre später habe ich ihm... Ist 2 Jahre gegangen, bis du gesagt hast, hey, jetzt lüte mal? Ich habe am Montag am Karl Hirschmann gesagt, ich höre auf mit dem Club. Das war im Session mal, oder? Genau. Und am Dienstag dann denkt, ups, wäre vielleicht noch gut gewesen, vorher zu überlegen, wie es weitergeht. Und dann habe ich Dieter angelüht, dann sind wir am Mittwoch gegessen. Ja. Wochen später fliegt er nach Miami, der Walter Kielholz, damals VRP von der CS, neben ihm sagt, du, der Herr Lichthof, sind die schon wieder zu, mega peinlich. Der Dieter Leute da sagt, ich habe eine Beiz für uns. Ich habe gemeint, wir gehen zu. Das war in welchem Zeitraum gewesen? Also 2008. Wir haben im Herbst darüber geredet und im Frühling haben wir also halb Jahr später aufgemacht. Wir haben am 2 Tage, nachdem Lehman Brothers zugegangen ist, haben wir am Pradeplatz eine Beiz aufgemacht, 2008 September, wirklich. Also einfach dann, wann alle Freude hatten und haben wollen, etwas Schönes haben. Geld ausgeben. Ja. Hey, du hast es jetzt gerade erwähnt, ich meine, im Lichthof, am Pradeplatz, Bergas und Atelier gerade gegenüber, das sind so eigentlich deine Haupt-2 Restaurants. Hast du noch andere gehabt, eine Zeit lang, oder ist das immer so das gewesen? Nein, ich habe eine Zeit lang richtig gleich Fehler gemacht im Kleineren wie Swissair mit einer Hunter-Strategie. Und meine Sabina war dann irgendwie Little gewesen und weiss nicht was. Aber dort überall ein bisschen beteiligt und mitgemischt. Und mit dem damaligen Partner, wo wir jetzt nicht mehr zusammen arbeiten, haben wir den Drive gehabt und auch zu viel wollen. Und ich habe auch. Wie viel hast du im Peak gehabt? Ja, 7 verschiedene Betriebe beteiligt. Ja. Aber ich meine, ich war schon immer im Kreis 1 gewesen. Ich kenne die Gäste dort, ich passe dort an und irgendwie einen Fehler gemacht, wieso muss ich jetzt auch noch zum Lässig sein an der Langstrasse noch 2 Betriebe haben und so, wo ich spüre das ja nicht, was der Gast dort will. Ich habe zu viel hohe Ansprüche an Qualität, dass es keine Qualität gibt, aber einfach so, ist dich auch mit dem gleichen Kellner-Ansatz gehst, mit dem 1/3 vom Pro-Kopf-Umsatz, da kann es nicht funktionieren. Ja. Und das ist einfach so ein bisschen, ich bin dort auch zu viel auf VR-Sitzungen und Zeug und dann dort wieder Sachen und gar nicht mehr beim Gast gewesen. Und das habe ich dann das unglücklich gemacht. Genau, das ist ja vorhin gesagt, du wolltest ja beim Gast sein, du hast vorhin gesagt, born to serve. Dort bist du ja nie ein Manager gewesen und hast dann einfach müssen nur rumlaufen. Ja, ich habe es Zeit lang mega geil gefunden, dass ich jetzt ein Visitenkärtchen habe. Mit so vielen Logos drauf. Allein schon, dass du so viele Logos drauf tust. Aber das ist eigentlich schon peinlich im Nachhinein. Aber irgendwie, vielleicht habe ich auch plötzlich eine Phase gehabt, weil Beizer wäre eigentlich, was meine Familie nicht so gut gefunden hat. Auch viele Kinder haben plötzlich gemerkt, ich muss jetzt mir beweisen. Jetzt ich kann noch mehr. Und da passen noch mehr Logos. Aber ich habe zwei so lässige Betriebe, wo jeder, viele sich über den Finger abschlecken, die in dieser Branche sind. Und ich habe gelernt, wenn du die richtig machst. Ja. Und dann ein paar Monate vor Corona habe ich eigentlich die Entscheidung getroffen, auch bin durch ein paar Umstände auch dazu gebracht worden, eigentlich aufzuräumen und nur noch die 2 Betriebe und bin dann in Corona mit der Bergas Gastro, also nur mit diesen 2 Betrieben rein, was, das wäre richtig eng geworden, wenn ich noch all die anderen Beteiligungen gehabt hätte. Es gibt ja den schönen Begriff, den du wahrscheinlich öfters hörst, wer nichts wird, wird. Warum ist die Branche interessant und wie kann man in dieser Branche Geld verdienen? Weil häufig, das ist so meine Wahrnehmung. Schweizerinnen und Schweizer sind an einer WM, sind 7 Millionen Leute der Nazi-Trainer. Wenn es Corona ist, dann sind 7 Millionen Leute Experte in Covid. Aber durchs Band zieht sich durch, dass alle irgendein ist, wenn sie mal ein bisschen Geld auf der Seite hätten, eine Bar, eine Beiz, ein Restaurant würden machen. Wie verdient man Geld? Also,
Knackpunkt für mich war, wo ich endlich gecheckt habe, ich habe immer sehr viel Zeit verbracht oder auch hier im Team mit, wie macht man mehr Umsatz? Einfach da die Aktion und das und da noch ein Event und da das Catering und dann dort. Und dann in Corona habe ich dann auch mir mal Zeit genommen, so viele so Sachen, die ich sonst gemacht habe, auch so Caterings oder irgendwo an einer Man's World oder Foodtruck anstellen. Und das habe ich alles einmal Zeit gehabt, zum durchrechnen. Und am Schluss, wenn ich das richtig gerechnet habe, ich gedacht, hey, ich hätte eigentlich, ich wäre lieber CS gefragt, ob ich oben kann, Büros putzen in dieser Zeit und ich hätte ein paar Stunden. Also wirklich massive Steigerung gehabt. Und ich habe einfach gemerkt, hey, du machst ja Umsatz in diesem Betrieb, jetzt verbring mal Zeit mit der Kostenseite. Und dann habe ich auch in Corona, ich bin ein paar Monate da eben rumgesessen, ist dann noch privat eine Scheidung, habe dann eigentlich auch nicht so, jetzt so schön gewohnt, dass ich jetzt unbedingt daheim bleiben. Und dann bin ich einfach in dieser Berggasse gekocht und habe einfach jedes Weinglas und Abläufe und Küche, wie sie baut, einfach alles mal durchgerechnet und dann einfach umgestellt zum Personal sparen, also zum die Abläufe bessern. Und eben das Weinglas, das ich über Jahre für 3,60 Euro gekauft habe, oder habe ich dann irgendwie dann direkt von Riedel halt für 2,40 Euro bekommen. Und ganz viele kleine Sachen sind dann wieder zusammengekommen. Und das halt wirklich die Kostenseite anzuschauen. Und vorher ist es so, als wenn du voll an der Front bist, du bist eigentlich als Beizer, bist du froh, wenn du deinen Tag überlebt hast, alle zufrieden sind und du vielleicht noch 2-3 gespritzt, die kannst du in den Ring drücken und dann schlafen. Ja. Du lebst dann so im Moment und du tust dich nicht verbessern. Ich habe mich genau zuerst, als ich dann gesehen, was mir einspart, habe ich mich auch sehr aufgeregt. Ja. Wie so die letzten 12 Jahre, das irgendwie nicht. Also klar, schaust du immer ein bisschen, aber einfach in dieser Vehemenz. Und das tue ich auch unseren Mitarbeitern weitergeben. Und dann hat jeder, muss jetzt einmal die Idee bringen, wie immer Anfangsjahr, wie sparen wir 200 Franken pro Monat. Mhm. Da wird ein Teil umgesetzt und von dem kommen jetzt dann aber auch etwas über. Ja. Das kann sein, dass die Küchenchef ein anderes Olivenöl findet und das kann und wenn es 50 Stutz pro Monat sind, sind das 600 im Jahr. Ja. Und ist es dann so, dass man zuerst, also ich meine, du hast den Vorteil, dass du ein Restaurant hast, das sehr gut läuft, oder? Ich meine, wenn du den Umsatz nicht drin hast von Anfang an, dann hast du wahrscheinlich von Anfang an das Problem. Aber wenn du jetzt Für die Leute, die zulassen und sagen, ich habe irgendein Gastro-Unternehmen machen. Ich meine, das Geld verdienen, gehöre ich jetzt raus, machst du in dem Kostenseiten im Griff hast. Aber zuerst musst du ja den Umsatz anbringen, oder? Zuerst. Also heutzutage musst du, bevor du eine Idee hast, eine Location, irgendetwas, schaust, dass du mal ein paar Mitarbeiter findest, die das können. Das ist das Hauptproblem, das wir haben. Das ist Problem Nummer eins. Also besonders die Küche. Das ist ich habe ein langjähriges, tolles Team. Aber also, das Berggasse mal eines Tages nicht mehr so gibt, glaube ich, ist die grösste Gefahr, einfach, dass wir einfach die Leute nicht haben, die das noch kochen können. Und sonst klar, wir haben die Berggasse von Anfang an immer voll. Wir haben die bis Samstag, also wir können immer mit voll Personal. Der Küchenchef kann immer die Schublade vollfüllen, es ist am Abend leer. Also klar, musst du den Umsatz haben, um dann anfangen, nachher zu sparen. Mhm. Aber wir sind trotzdem immer darüber gewesen, wie machen wir mehr Umsatz, grosse Budgets, mehr Umsatz. Ja. Und statt einfach das, weil es geht, ist es schon gut, wie machen wir aus dem mehr Geld. Ja. Aber auch am Schluss, ein Betrieb wie Berggasse, wenn du wirklich gut führst, sie voll ist und du schaust und einfach schlau wirtschaftest und du 4-6% Reingewinn hast, dann hast du wirklich gut geschafft. Ja. Also das heisst, es braucht so wenig, dass du dann wieder nichts mehr hast. Ja. Ich habe da als nächste Frage bei mir, was die aktuellen Herausforderungen sind, aber du hast es schon erwähnt, Mitarbeitende finden. Ist Corona ein Fall gewesen für viele Leute, die in der Gastro waren, die gesagt haben, hey, weißt du was, die Zimmerstunde, das bringt überhaupt gar nichts. Das ist einfach nur ein Trick, damit ich am Abend kann arbeiten kann. Aber die 1-2 Stunden bringt mir nichts. Ich gehe raus. Oder wieso sind die Leute nicht mehr verfügbar? Ja, natürlich war es auch das gewesen. Die Zimmerstunde ist ein gutes Beispiel. Ich inseriere nicht mehr mit der Zimmerstunde, sondern ich erzähle es im Vorstellungsgespräch, wie es bei uns aussieht. Ja. Wir haben noch richtige. Also du kommst als Koch um 10 Uhr, gehst um 2 Uhr, kommst um 6 Uhr. Normalerweise bleibst du bis um 4 Uhr und halb 5 Uhr kommst wieder. Ja. Wir tun das Fitness-Abo übernehmen und so. Wir versuchen dann die Zimmerstunde zu füllen. Dass sie Sachen machen dazwischen. Genau. Und ich weiß, wenn du ein junger Mensch bist, jetzt keine Verantwortung hast und so weiter, und du kannst am 10 Uhr arbeiten, am Nachmittag noch ein bisschen fitten oder noch mal schlafen, bist am Abend am 10 Uhr fertig, kannst eigentlich bis am Morgen um 4 Uhr in Ausgang, kannst noch mal 5 Stunden schlafen trotzdem. Also ich hatte lässige Zeiten mit den Zimmerstunden früher. aber natürlich, ich glaube auch, dass viele sind dann ein bisschen in andere Jobs, die noch weniger verdient haben, wegen Trinkgeld und allem, aber einfach gemerkt, dafür habe ich ein easier Leben. Und ich glaube, viele
die Work-Life-Balance ist etwas Schönes und ich finde auch, auch gar nicht richtig so, wie ich es gemacht habe und einfach nur einfach durch, so nach dem Motto, jetzt bist du jung und noch belastbar und 16, ja. 18 Stunden, das ist einfach auch nicht so viel braucht, nein. Aber früher, für mich war noch gewesen, ey, das erste Auto, ja. ein grosser Fernseher, die erste ja. Wohnung. Jetzt ist, ja, mit dem Handy haben die eigentlich alles, ja, auf was wir gespart haben. Führerschein, ja. Ich mache den ganzen Zeit, ich fahre ich immer rum. Ich habe fast keine Mitarbeiter mehr mit Führerschein. Von 35 habe ich, glaube ich, 3 einen Führerschein. Das ist ja, unglaublich. Krass. Und ich glaube dann, ja, dann wenn du dann dein Handy hast, ein cooles WG-Zimmer, vielleicht immer die neueste Playstation und einmal in der Woche jetzt ein paar Bier und ein bisschen MDMA im Hive neu drin liegt, dann sind die happy, ja, oder? Und denken zum Teil, leben sie im Moment, was schön ja. ist. Aber ich habe dann schon einmal gesagt, welche, die dann bei mir gehen, wo ich sage, du, bei einem einfachen Job, wo es weniger verdient, sage ich, schau, irgendwann bist auch du 40 und ja. ja, musst du wissen. Aber das ist schon ein Ding, dass auch da, ja, die Arbeitszeit und so, es ist nicht so schlimm, wie man dann einmal tut, aber muss auch gleich wollen. Ja, kommen die Leute langsam wieder zurück? Merken ihr, dass es irgendwie, so in den letzten Jahren, dass es wieder irgendwie an Qualität gewonnen hat, dass die Leute sagen, hey, weißt du was, eigentlich ist es ja schon noch cool, weil eben, du hast viel mit Leuten zu tun, du bist unter einem coolen Team, du siehst direkt das Feedback von den Leuten, kommen die Leute wieder zurück oder ist das ein nachhaltiges Problem, das immer noch da ist? Also ich glaube, bei uns ist jetzt gerade ein super neuer Koch, den wir haben, wo so bei einer Versicherung in der Direktionskantine gekocht hat, so am Montag bis Freitag, 8-5 und dem ist richtig gesagt, das ist mir jetzt einfach zu fad. Das ist langweilig, der ist jetzt zurück und hat was gebraucht. Wir sind, glaube jetzt ohne im Bild zu sein, eigentlich schon immer recht ein guter Arbeitgeber gewesen. Ich bin als Mitinhaber näher bei den Leuten. Ich habe den Job, den sie machen, auch gemacht. Ich habe Verständnis. Ich verlange in diesen 9 Stunden pro Tag, in diesen 5 Tagen in der Woche, verlange ich sehr viel. Mhm. Aber ich sehe auch meine Verantwortung, die andere Zeit ihnen als Freizeit zu geben. Wir haben eigentlich immer, ja. wir haben eigentlich immer halbe bis ein Mitarbeiter in Küchenservice zu viel. Mhm. Einfach, dass wenn jemand ausfällt, dass es einfach fast genau gleich weitergeht. Ja. Und ich glaube, vor Corona haben viele andere halt so geplant, dass du eigentlich schon Anfang des Monats schon auf dem Plan siehst, dass du einfach das 4-6 Tageswochen hast ja. und du hast einfach nichts gemacht. Und ja. wenn es dann ausbrennt, hast du die nächsten geholt. Ja. Wir haben von 35 Mitarbeitern, sind jetzt 13 über 10 Jahre bei uns. Ja. Und das gibt es ja, ist ja ungehört in der Gastro wahrscheinlich. Ja. Und das ist aber so wichtig, weil auch fürs Bärengas, ich sage immer, wir sind am unpersönlichsten Quadratmeter von der Schweiz ja. und haben wahnsinnig viel Konkurrenz. Wenn es dir nicht passt, ins Kaffee der Paris, kann ich dir zu Fuß 10 Beizen zeigen, die es super machen. Ja. Aber die Persönlichkeit und Herzlichkeit, die wir versuchen zu geben, kann uns, glaube ich, auch einfach ein bisschen Difference machen zu unseren Mitbewerbern. Das kannst du nur mit langjährigen Mitarbeitern. Wenn du jetzt so ein bisschen in die Zukunft schaust, oder? Wie entwickelt sich die Branche? Weil, das ist ja auch so etwas, jeder, der einmal in der Ferien war in London, sieht dann dort und sagt dann so, ah geil, das müssen wir in Zürich haben. Das ist so der klassische Trugschluss. So, jetzt braucht es die äthiopische Hipster-Bites in Zürich. Und dann kommt man zurück und denkt, wieso gibt es das nicht? Wie beurteilst du, und jetzt ganz spezifisch auf den Platz Zürich oder Schweiz, wie wird sich das weiterentwickeln? Geht das mehr in die Richtung, wo man sagt, ist irgendwie Systemgastronomie, wo mir kommt, oder ist das Persönliche, wo mir kommt, oder sind am Schluss alles italienische Läden? Oder wo geht die Richtung hin, so auf dem Platz Zürich, wenn es ums Gastronomische geht? Also die Richtung kann ich wirklich sagen, weil was ist natürlich, was du siehst in Zürich, so, jetzt kommt er dann scheinbar im neuen UBS-Gebäude neben uns, kommt dann 2026 der Matsuhisha, also ja. das Nobu. Aber wenn du so Zuma, all die grossen Ketten siehst, die sind nicht in Zürich. Ja. Ich habe jetzt gerade mit einer aus New York, den habe ich da getroffen, einen anderen also in dem Bereich, und der will unbedingt nach Zürich kommen. Da habe ich ihm immer gesagt, weißt du, musst einfach schauen, erstens, der Zürcher kommt nicht auf 3 Sittings. Ja. Also was er in London sieht, wartet eine Stunde an der Bar, kommt irgendeinen blöden Tisch über und in eineinhalb Stunde geht und gibt 500 Pfund aus und findet das Größte. Aber wenn du es gleich mit ihm da machst, was ich auch richtig finde, sagt er, nein, das ist nur das, ja. bei der Lässig, aber da nicht. Da nicht. Und du hast also die Sittings nicht, du hast auch nicht wahrscheinlich ganz viele Models und Schauspieler, die auf den Job warten und bei dir einfach ein bisschen Empfang machen und so weiter ja. und so fort. Also es ist mega schwierig, dass der Zürcher Platz hat. Es ist unglaublich viel jetzt da, wo wir jetzt sind, Kreis 4, Kreis 5. Viel passiert, Qualität ist unglaublich hoch. Durchschnittliche Qualität ist extrem hoch. Ja, also oder? Ich wüsste, weil ich das letzte Mal wirklich einfach einen schlechten Besuch hatte, wo ich sage, das geht nicht. Das ist immer Geschmackssache, aber es ist unglaublich hoch.
Und ich glaube, es sind so die spannenden, die so die Player, die dann so 4-5 Lokal haben in dem Gebiet. Ich glaube, die grossen Ketten, Systemgastronomie, so was ich höre, ist nicht so die erste Euphorie auch langsam ein bisschen draussen. Es ist halt nicht skalierbar, weil du dann von so einer Salatkette, wenn du siehst, jetzt haben wir einen und machen das, wenn wir 20 haben, machen wir das 20-fache. Das sind zu viele Komponenten wie Lage und so weiter. Ich glaube nach wie vor, der Gastgeber spielt eine grosse Rolle. Ja. Seit Corona merke ich auch, dass die Stammgäste noch regelmässiger kommen, weil sie einen sicheren Wert wollen. Ja. Und was in Zürich auch nicht mehr ist, früher hast du eine Neueröffnung, alle angesehen. Ja, alle. Heute musst du 2-3 Monate musst du mal zeigen, dass du das kannst. Ja. Da fangen sie langsam an. Ja. Also, ich glaube nach wie vor, dass es einem Restaurant das Gesicht geben, einem Gastgeber, ist sehr wichtig. Und ja, sein Konzept haben und dann auch nicht nervös zu werden und durchzuziehen. Ja. Aber wo die Reise angeht. Hey, dann reden wir doch noch ein bisschen über persönlich über dich. Und weißt du, was sind so die Fähigkeiten, an denen du gerade schaffst, wo du dich selber verbesserst? Also, was ich sicher bin, jetzt ein sehr guter gastronomischer Leister, der Mike Kleiber, seit einem Jahr. Und dort habe ich mich wie ein bisschen zurückgezogen. Natürlich nicht voll. Du schaffst wieder an den Logos. Ja, genau, ja, genau. Die Logos auf die Velo. Nein, überhaupt nicht. Nein, aber einfach so eine andere Aufgabe und so weiter. Und er ist jemand, der mir sehr aufgezeigt hat, ich habe sehr eine impulsive Art habe. Ich nehme, weil es mein Herzblut ist, nehme ich Zeug auch sehr persönlich, wo vielleicht auch falsch läuft. Und ich habe sehr daran geschafft, zu kanalisieren, wann du mal wirklich mal auf den Tisch haust und so weiter, weil ich habe es ein bisschen verbraucht. Sie haben einfach gewusst, immer nur auf den Tisch. Also, ja gut, er geht ja bald wieder. Ja. Ich vergesse ja dann schnell, aber einfach ein bisschen. Und auch nicht die Sachen, die ich sonst im Leben habe, mit im Betrieb hineinzuziehen. Ja. Weil ich bin ein emotionaler, nicht launischer Mensch, aber emotionaler. Und, ja, und du siehst mich halt morgen halt an, ob es ein guter Tag oder ein schlechter wird. Und das, ob bei den Gästen nicht, aber genau so muss ich auch mit den, ja, Mitarbeitern sein. Ja. Und super Verhältnis zu meinen Leuten. Wir haben jetzt gerade Personal, Sommerfest gehabt, im Fischersfritz sind wir gewesen, mit allen Partnern und den Kindern. Und hast gesehen, ja, die Babys sind jetzt 14 von den Mitarbeitern und das ist unglaublich. Aber so ein bisschen das für mich, ja, auch professioneller, noch professioneller aufzutreten, ja, in diesem Bereich. Und nicht alles persönlich zu nehmen, das, ja, ist der Hauptding. Hey, da können wir nachher noch drauf schnell. Welche oder welche Schweizer Gastronomin oder Gastronom bewunderst du und wieso? Also von der Beizen... Schwierig, ich merke schon. Nein, von der Beizen her ist es der Bü, ja, Jörg Bühler. Ja. Er hat das Bü früher an der Bahnhofstrasse. Ich, ja, habe 3 Jahre oben drin gewohnt. Und ja, obwohl er beim falschen Fußballclub ist, ist er einfach der beste Gastgeber. Wieso? Und er drückt seine Marken auf. Er ist einer, wo das sind Gäste, wenn er in die Ferien geht, macht er einfach den Betrieb zu. Jetzt hat er ja Topfen auch bei Manessa. Ja, genau, er ist ja rausgegangen. Genau. Ja. Und es ist ein Erlebnis. Er macht ein gutes Essen, hat eine schöne Weinkarte, aber einfach seine Präsenz macht alles so viel spezieller. Und das ist sicher jemand, wo auch der Drive jetzt nach so vielen Jahren müssen eigentlich das Alte aufzugeben, weil einfach ein Vermieter immer mehr gedruckt hat und jetzt gleich wieder an einem anderen Ort wieder das gleiche Zauber alles bringen, da habe ich grosse Hochachtung. Und sonst sind ja, natürlich mit denen, die ich am liebsten würde tauschen, wären der Pepe der Thomas Rosenberger, ja, oder, wo im vorderen Stern, ich finde auch, dass sie auch drin gemacht haben und das Rosalis und so, das finde ich ganz, ganz tolle Gastronomen mit einem super spannenden, ja, einfach ihres Produkt ist dem für etwas. Ja. Und was war so dein grösster Misserfolg gewesen bis jetzt? Mein grösster Misserfolg ist sicher die Sachen, die wir da jetzt eben mit dem Little Italy, wo jetzt Leles, ja, ist, das Krokodil, wo, ja, jetzt Tens drinnen ist. Und dann haben wir uns da in dieser Region einfach, ja, ich habe mich über, also nicht überredet, aber ich habe da mitgemacht. Wir sind also als Konsortium so ein bisschen Vorbild, Marc Blickensdorf, so, ja, ganz viele verschiedene, wo jeder noch 9% und 6% und so. Ja. Und das ist, ja, ich habe gemerkt, ich bin gar nicht ich der Typ, der so etwas kann, weil, und auch der Falsch für die Region und alles. Und das ist sicher eine Phase gewesen, wo ich glaube, Bergengas und Atelier, das, wo ich eigentlich wegen dem, wo ich jetzt bin und was mein Herzblut ist, habe ich schon ein bisschen vernachlässigt, ja, für das. Und wie gehst du denn so in diesen schwierigen Situationen um? Weißt du, was hast du dort, du hast das jetzt gemerkt, hast gemerkt, okay, es braucht den Fokus, aber wie gehst du persönlich dann mit dem um in diesen Zeiten?
Ja, dort ist natürlich eben, es ist dann, das ist alles passiert bei mit einer gewissen Partnerschaft geschäftlich nicht mehr geklappt hat, Partnerschaft privat nicht mehr geklappt hat. Und dann ist plötzlich noch geheißen, jetzt machen wir alle Beizen zu. Das ist schon, ich habe dort schon so ein, zwei Wochen selbst Mitleid und denke, alles so schlimm. Und ich habe gedacht, ja, jetzt bist du aber zum Glück, ist das mit Anfangs 40 passiert. Und was sind eigentlich Gründe? Und ich bin dann sehr viel Zeit gezwungenermaßen allein gehabt in dieser Corona-Zeit und nachdenkt und mich zurückgezogen und dann habe ich zuerst mal gemerkt, hey, du bist gar nicht so ein toller Hecht, wie du amigs meinst. Und weißt du auch gewisse Sachen, wieso hast du müssen dort überall mitmachen, dort noch grosse Fresse und so weiter. Einfach so mal gemerkt, hey, jetzt musst du einfach mal ein bisschen hier oben runterkommen, weil du bist eigentlich alles, hast alles an die Wand gefahren, wenn du ein Unternehmer bist und dann hast du auch immer recht gut Geld verdient, aber hast du dich auch viel ausgegeben. Ja. Und dann eben plötzlich steht die Welt still und tut es mit drin und das ist eigentlich ziemlich nichts. Und das ist eigentlich Corona ist für mich das Beste, was passieren konnte. Weil wenn die all die Sachen im Leben, die jetzt ein bisschen schief gegangen sind, wenn die gewesen wären ohne den Lockdown, hätte ich einfach dann mehr geschafft, noch ein bisschen mehr Party oder keine Ahnung. Aber das hätte ich sicher nicht mehr die Zeit genommen, zum sagen, jetzt musst du... Zum mal reflektieren. Es ist nichts Schlimmes, ich habe ja immer gut geschafft. Aber einfach gleich etwas ändern. Ich habe immer noch so ein bisschen gelebt, wie... Der End-20er, wo es sehr schon mal macht. Ja. Und so ein bisschen drive da, aber mich auch viel zu wenig mit Details oder auch Zahlen hin. Und so. Ich habe mir gesagt, Zahlen ist nicht so wie ich bei der Geil an der Front. Du hast das wie dir selber anfangen zu sagen. Ja, und dabei ist es einfach, das kannst du vielleicht anfangs 20 sagen, aber mit anfangs 40 sagen, ja, ich bin halt wieder der der Lebemann vorne, das ist eigentlich fast nur noch peinlich und bringt dich auch nicht weiter. Also du hast schon wie so dich selber anfangen neu erfinden? Ja, einfach. Ja, ich habe mal aus der Vogelperspektive mein ganzes Leben ein bisschen angeschaut und eben du hast dort die Zeit gehabt. Ja. Und ist zum Glück gut rausgekommen. Der zweite Lockdown hätte jetzt nicht gebraucht, um mich zu finden. Aber der erste ist schon. Du hast es vorhin gesagt, Kritik, das ist deine Stärke. Dort, da kommst du, wie gehst du mit Kritik um? Das eigentlich schon gut. Es geht. Es war vielleicht früher also sehr schwierig in der Schule, gewesen, weil ich einfach nur die Lehrer, die ich für gut und kompetent befunden habe, dort habe ich überhaupt mitgemacht. Ja. Und ich hatte auch in der Gastrozeit ein paar Mentoren, gehabt, wie damals der Simon Fricker, der FMP von Borrelag. Und so Leute bin ich da, also habe ich alles aufgesogen und gemacht. Ja. Und dann hat es den anderen gegeben, die ich dann gefunden habe. Also ich habe sehr subjektiv Kritik angenommen. Ja. Aber ich habe... Dort habe mich immer gewehrt, habe austeilt, ein gewisses Auftreten gehabt, aber dementsprechend auch mega fest geschafft, weil ich gewusst habe, so wie du auftrittst mit deiner grossen Fresse, musst du jetzt richtig gut sein, weil sonst fliegt es um die Ohren. Ja. Und das war auch der Antrieb, gewesen, halt Vollgas zu geben. Und habe immer so zwei, drei Menschen in meinem Gastroleben um mich herum gehabt, die sehr kritisch mit mir gewesen sind, haben können sein. Und auch meine Mutter, die immer... offen sagt und jetzt gar nicht einfach nur immer gerade begeistert ist, was der kleine Bubsi macht, dass die Leute schon zu. Du hast vorhin erwähnt, du hast ein paar Mentoren gehabt. Was sind so die wichtigen Lektionen, die du von denen gelernt hast? Was haben die dir gesagt, was wir machen? Es ist nicht so jetzt Ratschläge, die ich jetzt könnte da in die Klasse zusammenfassen. Es ist umgegangen, zum Teil von einem einfach der Stolz, das zu machen, die Gastgeberrolle. Art Mitarbeiterführung, wie mit Leuten umgeht, eine gewisse Dankbarkeit auch zu zeigen und eigentlich einfach so eine Mischung von ihrem Auftreten. Es war nicht so, dass da lange Gespräche sind bis morgen um zwei, wo sie mir das sagen, sondern es war einfach ein Beobachten von ihnen. Und eben so Dankbarkeit gegenüber Mitarbeitenden, wie, dass die eigentlich dann den Job machen, oder? Absolut. Das ist A und O. Und das, ich bin auch, ich glaube, mit diesen 16 Jahren Bärengas handvoll mal im Restaurant wirklich an einem Tisch gegessen. Vielleicht mal an einem Montagabend mit dir nach dem Yoga. Ja. oder mal mit den Eltern von meiner Freundin oder wenn ich wirklich muss performen. Aber so, ich könnte jetzt nie einfach dort hocken. Ist dir das unangenehm? Ja, weil ich denke mir erstens, macht es mich nervös zu schauen. Wenn bin ich einfach in der Bar hinein. Oder? Ja. Und ich finde auch, wenn wir jetzt, du wüsstest jetzt, ich bin Mitinhaber von der Arbeit, du kommst rein, wir kennen uns nicht gut, du willst einen Tisch und der Mike sagt dir an der Tür, ja, wir sind leider voll und dann siehst du mich in der Mitte mit ein paar Kumpels noch eine Flasche auf dem Tisch. Ich meine, das ist etwas, wo ich
wo ich nie könnte. Und das würde mich auch viel zu nervös machen. Hey, in diesem Podcast geht es ja auch darum, wie tut man so ein bisschen sein Leben optimieren. Und wenn ich da jetzt schon einen Gastro-Profi habe, wie sucht man einen guten Wein aus, wenn man so ein Banaus ist wie ich, ohne dass man sich die komplette Blöße gibt? Also, ich würde, also du meinst auch, dass du dich ja nicht Blöße gibst. Dann würde ich jetzt in Zürich, so in meinem Bereich Gastronomie, würde ich schauen, dass du mal bei denen bleibst zwischen 80 und 95 Franken. Mhm. Dort ist immer ja, ein gewisses Solides. Und, also nicht drunter gehen? Nicht drunter, ja. Also ich sage, das ist das ist etwa dort, wo nicht drunter gehen und drüber gehen. Ja, gibst du vielleicht zu viel Geld aus, für was du nicht gerne hast. Und ich glaube, wenn du dann ein bisschen jetzt bei der Spanier Ribera del Duero bleibst oder jetzt wie ein Malbec oder so, also ich kann auch schauen, vielleicht herauszufinden, so, welche Trauben von welchem Land tut dir gut, was hast du gerne? Das ist schon zu viel für mich. Wir sind zwischen 80 und 100. Und sonst bestellst du einfach noch ein Sprite dazu, ein Eis und ein paar Orangen und machst dann Sangria. Nein, aber ich glaube, dort umeinander musst du einfach... Ich glaube, für dich so, ja schon ein anderes Glas zusammen gehabt, gehst du ein bisschen auf Tempranillo drüber. Ribera del Duero, Rioja, Spanien. Und dann bist kannst du happy und kommst auch super lässig rüber. Und wenn jetzt... Du hast jetzt vorhin erwähnt gehabt, du hast eine andere Rolle. Was sind so deine Produktivitätshacks, wo du sagst, hey, so kannst du wie dein Unternehmen besser führen, als es vielleicht früher gemacht hast? Also früher war mir klar, du bist eigentlich nur gut, wenn du sicher 14 Stunden im Laden gestanden bist. Und du bist auch nur gut, wenn an jede Glühbirne, die gewechselt wird, aber sicher mit deinem Segen, wenn du nicht selber einfach die Leiter gekippt hast und das so willst, wie du es willst. Also überall involviert sein. Und auch die langen Tage und so. Und das habe ich einfach gemerkt, eben, durch dass wir auch ein starkes Team haben und dass es auch gut läuft und wir es auch können leisten. Also ich könnte jederzeit, wenn jetzt erstens, wenn Leute ausfallen, könnte ich voll rein oder wenn plötzlich jetzt die Umsätze runtergehen, könnte ich schneller reagieren. Und jetzt ist, ich glaube, es klingt jetzt mega blöd und ich habe glaube noch nie so wenig geschafft an sich wie jetzt, was aber nicht, dass ich jetzt irgendwie nur 2 Stunden am Tag, aber ganz anders und normal und auch so Sachen wie ich bin das Privileg, im FC Kilchberg meinen Sohn jede Woche zu trainieren und das nehme ich mir aus, das hätte ich früher gar nicht gemacht, weil ich gar nicht gewusst, ob ich jetzt am Mittwoch wirklich kann und eine halbe Stunde vorher und auch jetzt die Ferien ist das erste Mal gewesen, wo ich einfach 2-3 Wochen mal einfach nicht dort und das volle Vertrauen und ich bin dort einfach von der Aussen her, was ich sonst Entscheidungen, die ich treffe und wie mir unser Produkt immer verbessert und Sachen, bin ich schon viel besser geworden. Ja. Weil vorher bist du einfach auch der berühmte das Betriebsblind, oder? Ja. Hast du nicht gesehen. Und heute sehe ich auch viel mehr, weil ich nicht einfach vom Morgen um 9 Uhr bis am Abend um 11 Uhr dort drin irgendetwas mache. Und ich habe auch gemerkt, dass ich ganz viel Leerläufe habe. Und das funktioniert, indem man Vertrauen hat in die Mitarbeitenden. Genau. Und das funktioniert, indem man langjährige Mitarbeitende hat. Genau. Und auch zulassen, dass die kleinen Fehler, die wir alle auch gemacht haben, die müssen sie auch machen, um es zu lernen. Ja. Klar, schaue ich dann schon, wenn ich merke, dass 3 Wochen lang nur ein Koch geteilt ist, statt 4, würde ich auch etwas sagen. Ja. Aber so die kleinen Sachen, wo sie halt vielleicht einen Abend ein bisschen mehr mit säckeln oder jetzt das Gewitter halt früher kommt und die Terrasse noch offen ist, sage ich, ja, es ist in charge, ich habe jetzt Ferien, muss ich jetzt nicht anrufen und sagen, hinter die Schirmchen zugemacht. Ja, und irgendwann, was früher gemacht hätte. Ja, und wenn es einmal passiert, weiß ich jetzt nie mehr. Ja. Und das ist schon, ja. Ich, aber, eben, ich kann jetzt auch so gross reden, weil ich einfach wirklich ganz tolle Leute bei mir habe. Das ist jetzt wirklich so. Und so, indem du die Leute die Verantwortung einbringst, wenn du früher noch mal gesagt hast, dann denken die Leute dann sowieso, ja, der Nico läutet ja dann sowieso an. Ja, genau. Du siehst so viele Leute, oder? Und auch da wieder so der Hack. Wie merkt man sich die Leute? Erste Frage. Und zweitens, wie bringt man es an, dass sich die Leute wohlfühlen? Also wie kannst du dir deinen Namen, wir haben ja da einen Gastronom in Zürich, der Seigi, der sich einfach jeden Namen merken kann und zu jedem eine Geschichte hat. Wie machst du das? Also ich habe sicher sehr viele Leute, die ich einfach, ich überspitzt, führte ich seit all 20 Jahren Banker. Ja. Und die haben sich, ein paar sind nicht mehr rum, ein paar sind da, halt gewechselt, aber sind eigentlich immer
der gleiche Pool und das weißt du auch. Wenn ich am Morgen mache ich zuerst das iPad auf, Reservationssystem, und dann schaust du mal, okay, der sitzt nur Tisch 20, der will das, oh nein, der hat mit dem jetzt, der hat ihn rausgeschmissen vor 2 Monaten, der kann sicher, der muss auf die andere Seite vom Restaurant, ja, nein, und der ist bei der Berg gewesen, und wenn der einen Kontakt hat, der von der Chloride nicht nebendran, also das sind all die Sachen, die du machst, und ja, das ist einfach, man hat die Leute kennengelernt, und ich glaube, das Wichtige ist, dass du die Mischung findest. Es gibt Gäste, die möchten das, dass du am Tisch deine Sprüche machst. Ja. Also ein paar Standardsprüche. Ich meine, wenn ich einen Stutz für jedes Mal, wenn ich den mache, dann wäre jetzt, dann müsste ich nicht mehr arbeiten. Immer die gleiche. Aber das ist einfach, der Schmaus wollen und so, als welche, die es nicht wollen. Und das ist auch spannend, der Bärengast, die Kombi zwischen den Mittagsgästen und den Abendgästen. Ja. Und eben am Mittag ist es also 70-80%, da bin ich einfach per Du, oder? Und das ist, macht dich auch mega Spass. Aber wie kannst du, zum Beispiel gibt es ja ein, zwei Gastronomien in Zürich, die sind einfach Bello und Bella. Wenn die Tiere sind auch die zwei. Bello. Und nachher hat die meisten ganz genau, wissen es aber nicht. Weil da habe ich auch mir gesehen, weil kann ich irgendwie, wie machen wir das als Gastronom, wenn die kommen? Ja, also ich begrüße jetzt nicht jeden Gast bei seinem vollen Namen. Ja. Es gibt ab und zu gibt's dann so, was schnell vorbeilaufen und sagen, hey Nico, ich so, hey, ciao, du machst mir noch einen Tisch nächsten Mittwoch für zwei und laufen weiter. Und ich weiss, der kommt seit 12 Jahren in meine Weiz. Und ich kann den jetzt nicht fragen, wie er heisst. Ja. Dann schreibe ich halt, ja, Mann mit Brille und hallo. So. Aber es kommt selten vor. Aber ich kann jetzt auch nicht bei jedem den vollen Namen sagen. Aber ich glaube schon bei sehr vielen. Ja. Und der Mike bringt halt jetzt so die nächste Generation rein, wo... Besseres Gedächtnis. Wo, ja, wo andere Leute, und da natürlich kenne ich mich auch so aus. Also jetzt, wo er Ferien hatte, ein paar Mal haben dann Gäste mich angeschaut, wo ich begrüße und sage, wo ist der Mike? Ja. Und das ist schon geil, oder? Ja, das ist eigentlich super, ja. Also nicht, also wäre schon noch cool, wenn ich gerade lässig bin, aber ein bisschen dürfen auch. Nein, es ist mega, ist das Beste, was da passieren kann. Du hast vorhin erwähnt, du musst ein bisschen strukturieren, wer wo sitzt ab und zu. Was sind so andere Sachen, damit sich die Leute in einem Restaurant wohlfühlen? Weißt du, wo so der Normalo, der ins Restaurant geht, vielleicht gar nicht merkt? Also, wichtige Positionen sind Frühdienst. Ja. Frühdienst vom Atelier und von der Bärengast, Jana und Vanessa, seit Jahren bei uns. Und das sind ganz wichtig, weil die erstens machen den Laden parat und die nehmen die meisten Telefone ab. Ja. Und ich glaube, als Stammgast, wenn du irgendwie einmal in der Woche kommst und musst dann irgendwie jedes Mal deinen Namen buchstabieren, weil jemand anders abnimmt, das nervt. Das nervt auch der nette Stammgast. Wir haben ein Problem, dass Tisch 11, Tisch 15 und Tisch 20. Das sind so Tischnummern, wo man sicher 20 Gäste haben, die fix bei ihnen in ihrem Profil steht, die wollen dort sitzen. Da musst du halt damals dann halt nochmal gehen Leute und sagen, hey, ich freue mich, dass du kommst, aber du sitzt nicht an Tisch 20, Tisch 21. Und das ist bevor sie ins Restaurant gehen. Ja, nein, weil du weißt, das haben sie nicht gern. Wenn du ihnen Bescheid gibst, alles so weiter, du musst ihnen einfach fügen, dass du weißt es, dass das nicht okay ist, aber wenn du es einfach platzierst, dann findest du das nicht gut. Und dann halt so Sachen eben, wenn der eine Stammgast, der will halt immer gern schon viel Eis dort für sein Wasser und Zitronenschnitz und eine Flasche Wasser und das ist einfach... Wenn er halt dann reinläuft und er steht schon dort, an seinem Tisch, das macht doch den Unterschied, ob er jetzt zu mir kommt oder ins Restaurant nebendran. Ja. Und das tun ihr dann irgendwie, weißt du, so in euer CRM hier, wenn ihr, das ist alles so da drin. Wie also sagen wir, das müsste man viel mehr professionalisieren. Es ist noch sehr viel in meinem Kopf, wo ich weitergebe. Wir versuchen das aber auch immer zu verbessern. Aber das ist, da haben wir schon. Ich habe so mein Büchlein noch von Leuten, die auch so ein bisschen, eben, wenn du weißt, einer trinkt sehr gerne Spanier, du hast mal einen neuen, du bist einfach der Fachleute weltweit für spanische Rote. Kannst du das hintereinander tun, hörst du mal? Genau, ich tue ihnen Selected Free Selection. Ja, genau. Nein, dass du einfach dann halt mal kommst und sagst, du, wir haben da einen neuen, willst du probieren? Ja. Und das sind halt die Sachen, das finden die Leute schon cool. Ja. Und auch, ich gehe auch oft, fast immer am Abend, wenn ich sehe, es in der Party ist, auch wenn ich dann daheim bin, gehe ich halt nur schnell eine halbe Stunde rein oder ich bin am Nachtessen oder mit meinem Sohn, sage ich, komm schnell Bärengast, da kannst du ausnahmsweise mache ich iPad und dann gehst du durch und sagst Hallo, weil ich weiss, es gibt gewisse Gäste, wo für die ist der Besuch gelungen, wenn ich noch schnell auf den Tisch gekommen bin. Und das ist ja, viel sagen wir dann, ja, das ist ja mega anstrengend, aber das ist ja ein riesen Privileg. Ich meine, es sind Leute, wo Freude haben, mich zu sehen, und ihr Steak wieder besser schmeckt. Ich weiss, das kannst du dir nicht vorstellen. Wenn du deinen Standardspruch bringst. Was willst du mehr? Ja. Ich meine, ja.
du bist den ganzen Tag von Essen umgeben, von Alkohol umgeben. Es gibt Gastronomen, heute etwas weniger zum Glück, aber früher war das der Fall, gewesen, wo der Gastronom oder die Gastronomin der beste Gast war. Wie machst du das gesundheitstechnisch? Weil es ist Stress, du gehst dort an, du kannst zu jedem Zeitpunkt essen, du kannst zu jedem Zeitpunkt trinken. Wie machst du deine Gesundheitsroutine dort? Weil du hast auch in den letzten, also du siehst so fit aus wie noch nie. Was machst du dort? Also das war auch eine der Corona-Sachen gewesen. Ja. Ich gemerkt habe, ich habe auch so wie viele im Umfeld so jedes Jahr 1-2 Kilo zugenommen. Mhm. Und dann habe gefunden, jetzt musst du etwas machen. Mhm. Das ist aber, wenn du meine Mami oder meine Schwester siehst, weißt, an der Gen liegt es nicht. Das ist schon ein Eigenverschulden, mein Schwabbelkörper. Also da ist Potenzial da. Und mit dem Essen ist nicht so das Ding. Es ist auch irgendwie Essen im Restaurant nach all den Jahren, obwohl ich gerne dort esse, aber es ist nicht so, dass das ist die ganze Gerüche und alles, du kennst das, du kommst nicht gerade mega Bock rüber. Ja. Also, es ist. Und mit dem Alkohol, ich habe den grossen Vorteil, dass ich kann nicht Alkohol geniessen im Hellen. Ich habe das nicht gern. Ja. Auch jetzt, wenn du so eine Beach Party oder so, die Coco Bello Day Party und so, wenn es hell ist, geht's nicht ab. Nein, macht mir keinen Spass, das hilft. Und ich bin auch nie der, so mit den Stammgästen und so nicht das mache ich selten. Oder frag doch sicher den Stammgast, hey Nico, sitzt auch noch an, hey, ich habe da eine Flasche Wein. Was machst du denn? Ohne die Leute vor den Kopf schossen? Nein, einfach, es passiert im Fall gar nicht so viel. Ja. Ich glaube Leute wollen dich gar nicht am Tisch haben. Die wollen einfach etwas offeriert, dann kann ich wieder gehen. Ja. Nein, es ist, lustig, passiert gar nicht so viel. Es ist sicher früher ist es noch mehr gewesen, halt, wo du auch... jetzt, mein Sohn ist auch viel bei mir und geht an den Wochenende und so. Und früher, wo du halt am nächsten Tag hast du gewusst, kannst du eigentlich immer auch bis um 9 Uhr pennen und dann gehst du halt um 10 Uhr arbeiten. Ja, du hast schon immer nach dem Arbeiten deine noch getrunken und bist noch dort dran und noch schnell dort dran. Und das hast du jetzt da. Und es, ich würde sagen, jeder, wenn du mein Trinkverhalten anschaust, ist es sicher nicht optimal und nicht gesund, aber es gibt damals, wo es dann halt... 2-3 Glas, aber nicht mehr so wie früher, wo du eigentlich nach dem Arbeiten bist dann noch in ein paar Baren und dann bist du noch fürs Zigeunerschnitzel Bierhalle Wolf am Morgen um 2 und dann bist du heim. Und das hast du immer in der Woche gemacht. So wie Bier. Aber das ist das Gute, das ist auch lange her. Das ist das Gute am Altwerden, dass dein Körper dir ja irgendwann mal zeigt, hey, es geht nicht mehr. Kurze Werbung in eigener Sache. Wenn du noch nicht meinen Newsletter abonniert hast, abonniere doch den unter www.alanfrey.com/newsletter und ich schicke dir einmal im Monat die coolsten Sachen, die ich so finde im Internet und Updates zu meinem Olympia-Projekt, Updates zu meinen Produkten, die ich am lancieren bin, wie Kleider oder das Buch. Und es würde mich sehr freuen, wenn du den Newsletter abonnieren würdest und wir so up-to-date könnten bleiben. Und jetzt geht es zurück zur Show. Wie tust du dich weiterbilden? Tust du auch Bücher lesen, weil du bist Unternehmer, neue Inputs, wie machst du das? Also, mir ist Kochen, ich habe keine Ausbildung, ich habe nichts gelernt, einfach reingerutscht und habe dann Bergasöffnung gemerkt, dass... Eine Unterhose von Planet Hollywood hast du gehabt. Das ist lange. Auf der Hotelfachschule, hallo, musst du einfach die Unterhose tragen und kannst 4 Jahre Zeit sparen. aber ich habe dann gemerkt, als wir aufgemacht haben, der Küchenchef kann mir alles erzählen, der Barkeeper, der Kellner, muss man nichts vormachen, habe ich genug lang selber gemacht und glaube auch recht gut. Aber der Küchenchef, und dann habe ich angefangen zu kochen und jeden Sonntag für mich ein paar Gänge gekocht, angefangen Kochbücher, Kochsendungen und das tue ich immer noch sehr, ich schaue jedes Kochding, also die mein Lokal, dein Lokal, alles zum Einschlafen und irgendwie siehst du mal dort Ideen und so. Ja. Was ich mehr machen sollte, ist mehr im Ausland Sachen anschauen, reisen. Sonst, was ich jetzt dran bin, ist halt, dass ich, wir haben mit Fiduca sehr gute Firma für die HR und alles, aber solche Sachen, wir haben ein paar Fälle gehabt, wo ich gemerkt habe, mega kompliziert, also Mitarbeiter, die einfach nicht mehr auftauchen und dann fristlos künden, muss ganz, ganz viel passieren und einfach so mich dort wieder ein bisschen mehr einzulesen, dass ich nicht jedes Mal muss der liebe Sabrina von der Fiduca muss anrufen wegen dem Frögli und so ein bisschen mehr, aber das ist mehr so aus Gewunder. Ja. Und sonst, was wie und alles anbelangt, ich glaube, etwas, was ich recht gut kann, ich kann mit wenig Wissen über das Thema mich ziemlich gut verkaufen.
und das, darum ist das mit der Weiterbildung irgendwie ein bisschen auf der Strecke geblieben. Du hast vorhin kurz erwähnt, weil meine Frage ist nicht mehr so, was sind so deine Lieblings-Podcasts, also Content-Creator, aber ich frage das eigentlich spezifischer bei dir, was sind so deine Lieblings-Fernsehköche, YouTube-Köche, was sind so die, wo du schaust, wo du sagst, okay, die sind richtig geil, so Gordon Ramsays von dieser Welt? Also, ja, ich finde nach wie vor, wenn ich abtausche, was der Tim Melzer macht. Ja. Ich habe jetzt wegen einem Klasse-Projekt, dass Melzer und Fu jetzt in Kontakt mit ihnen, weil das für die Schweiz etwas wäre. Und mit ihm und dem Philipp Vogel, der auch ein Drei-Sterne-Koch ist, der ausgestiegen ist in Kreuzberg, ein altes Hotel gekauft in Urania, wenn du mal in Berlin bist. Und jetzt dort einfach ganz einfache Sachen macht. Das sind sicher zwei. Und ja, das, mein Sohn liebt den Gordon Ramsay, ja. weil er natürlich flucht in der Küche, weil immer Gordon Ramsay schaut. Ja. Aber sie sind, ja, ich finde auch ein Johann Laffer. Wer ist Johann Laffer? Das ist ein deutscher Koch, der mehr im ZDF und so, und auch der Schubeck jetzt, der leider, also nicht leider, aber wegen Steuerhinterziehung jetzt momentan nicht in der Küche steht. Ja. Aber so die alten Köche. Ja. Und natürlich, mein absoluter, den ich am liebsten gegangen ist der Heiko Nieder im Dolder oben, wo ich auch durch die ganzen Dolder-Events, die ich seit Jahren mache, sehr befreundschaft ist. Und er macht für mich so die Mischung zwischen einfach Sternenküche, aber trotzdem das Produkt in Anführungszeichen in Ruhe zu lassen. Und jetzt müssen noch fermentierte Bärendreck drauf tun, damit jetzt du auch noch etwas erfunden hast. Sondern eigentlich ziemlich. Und das, der Heiko macht das sicher. Das ist so mein Lieblingskoch, wenn ich dann in diesem Bereich gehen esse. Hey, wir kommen schon langsam gegen das Ende. Wenn du jetzt, und das hören ja viele Unternehmerinnen, Unternehmer, Leute, die etwas machen wollen, und jetzt hat es bei diesen 7 Millionen Leuten, die in der Schweiz sind, ein paar, wie vorhin gesagt habe. Es sind ein bisschen mehr als 7 Millionen. Ja, aber die Woche, es sind 8 Millionen, ich glaube 8,2, aber es können nicht alle schon arbeiten und schon alte und so, so finde ich noch den Rang. Und du hast jetzt ein paar Junge und die sagen, hey, ich will doch Gastronomin oder Gastronom werden. 20, sonst frage ich 10 Jahre schon. 10 Jahre, vor 10 Jahren, was hättest du für einen Typ gehabt? Bei dir frage ich vor 20 Jahren. Was würdest du dieser Person sagen, die vor 20 Jahren, die vielleicht irgendwie die erste Erfahrung gemacht hat, würde sagen, hey, auf das musst du achten, wenn du gastronomisch willst du etwas anfangen? Ja, mach schon eine Ausbildung. Ja. Glaub schon. Also, mir ist das in gewissen Phasen sehr um die Ohren geflogen, was den finanziellen Teil anbelangt. Mhm. Auch auf gewisse Ignoranz von mir macht die Ausbildung. Und auch wenn man sagt, also wo es auch um Finanzen geht, wo das ich einfach nicht, ich habe es nicht angeschaut und es ist dann dann im Nachhinein gemerkt, das ist nicht so, wie ich das würde machen. Ja. Und, aber es war nie gewesen, wo ich nicht hätte können sehen. Ja. Ich habe mich einfach nicht dafür interessiert. Ja. Also und Ausbildung auch machen. Und zwar gibt es irgendwie. Ja, aber ich glaube schon, wenn du Lausanne und Luzern bist, schon, wenn du die Passion jung hast und sagst, ich will das, was einfach schade ist, dass bei diesen Schulen die meisten nachher gar nicht mehr in der Gastronomie tätig sind. An der EHL, also Hotelfachschule Lausanne, gehen die Leute dann eher in Management-Ausbildung und so. Und was mega traurig ist, ist die Hotelfachschule Zürich. Ich meine, ich habe immer super Praktikanten gehabt. Mittlerweile kommt gar kein Wimper, weil sie wenig Schüler haben. Das ist Belvoir. Aber sonst auch, wenn du Servicelehrer, Kochlehrer, ich würde den Weg gehen. Und ganz wichtig ist, gang die Erfahrung an der Front. Ja. Und das sage ich, nicht jetzt in 7-Sternen-Schuppen auf der ganzen Welt umrennen, sondern was ich viel gelernt habe, ist im Planet Hollywood mit dem Burger Brunch im Iroquois. Ja. Das musst du mal machen. Ja. Mit den ganzen scheiß Packages, die dann auf dem Winnetou irgendwie der falsche Saft ist vom Old Shatterhand. Und das musst du mal machen. Ja. Also, oder wo ich das Aqua, wo jetzt Amigo ist, haben wir 240 Plätze gehabt. Ja. Pizzeria. Das aber also so schön Sonntag, ja, einfach mal richtig das schaffen. Das ist, glaube ich, auch bei den Praktikanten, die ich habe, die dann so sagen, sie wollen dann ins Borlack und dann vielleicht zu uns und dann ist noch irgendwo ein schönes Hotel nach Paris. Sage ich, du, schau einfach, dass irgendwo eben so mal in Santa Lucia einfach mal so ein paar Schichten machen. Ja. So. Das ist Gastronomie und da spürst du dann auch, will ich denn das auch, oder? Ja. Und wenn wir jetzt noch von der Ausbildung weggehen und ein bisschen konkreter werden, oder? Und man sieht irgendwie, das ist die junge Person, die sagt, hey, jetzt mache ich etwas, oder jetzt mache ich irgendwie eine coole Bites oder ich mache irgendwie ein Takeaway oder so. Ist es das, was die Leute
immer noch sagen, Location, 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 ist das wichtig? Würdest du es so mit Freunden machen, alleine machen? Was sind so die Sachen, wenn du so rückblickend schaust? Also ich glaube, das Wichtigste ist mal, dass du die ersten drei Monate keinen einzigen Gast, wenn du die ersten drei Monate keinen Gast hast, das Geld musst du auf der Seite haben. Also nicht schon drei Gast. Nein, nicht einfach schon, wenn dann der Geschirrspüler in der zweiten Woche kaputt ist, bist du einfach schon Konkurs. Nein, wirklich. Also du musst auch wie so, drei Monate solltest du eigentlich immer meiner Meinung nach auf dem Konto haben. Wenn einfach plötzlich keiner kommt, habe früher noch sehr nach Endzeit gelost. Jetzt seit Corona wissen wir, es ist nicht so weit hergeholt, oder, dass es das passieren kann. Und ich glaube, du musst einfach bereit sein, die ersten Jahre einfach Vollgas zu geben und halt auch dort sein. Aber da ist jetzt meine Ansicht. Also es gibt jetzt viele andere, die das ganz anders machen, die vielleicht viel erfolgreicher sind als ich. Sage einfach, die Gastronomie, die ich mache, ist auf People orientiert und du musst dem ein Gesicht geben. Und das sind am Anfang lange Tage. Solltest du vielleicht nicht den Fehler machen wie ich und viel zu spät merken, dass jetzt langsam, wenn es doch 10 Jahre lange Tage jetzt auch mal gut ist. Aber einfach, du musst dein Produkt kennen und du musst jeden Ablauf kennen, weil du kannst nur für deine Mitarbeiter richtige Entscheidungen treffen, wenn du ihren Job zu 100% kennst. Da können da Sachen sein, wo du sagst, cool, jetzt machen wir da irgendwie Burgerwochen, wo jetzt voll simpel los. Aber mein Küchenchef schwimmt einfach ab, weil ich weiss, er hat einen Salamander für Brötchen und wenn ich jetzt dort selbst schreibe. Also das sind so Sachen, wo du nur kannst richtig entscheiden kannst, wenn du selber einfach mal das gemacht hast. Ja. Vielleicht da noch eine konkrete Frage eben für so jemanden, der am Anfang ist. Mir hat mal ein Gastronom gesagt, hey, look, Alan, ich mache keine Eröffnungen mehr. Weil in Zürich ist es einfach so, du machst die Eröffnung, dann kommen alle, kommen gratis essen und 90% siehst du nie mehr. Ja, und du hast dann nach dem Anlass hast du vielleicht von 500 Leuten 4, die dir ein Dankesmail schreiben und etwa 50, die schreiben, wieso sie nicht eingeladen waren. Ja. Wir haben das 10-jährige Bärengass, das letzte, was wir gemacht haben. Ja. Und was ich jetzt jedes Jahr mache, aber das sollte ich jetzt sicher nicht erzählen, sonst kommen dann alle einfach. Im September, an dem Tag, wo wir da unser Jubiläum haben, tue ich einfach random bei den Tisch angehen und sage, hey, ich bin heute Geburtstag, ist offeriert. Ja. Es ist auch oft, dass du bei eben Eröffnungen, oder bei also Jubiläum und Eröffnungen, latschst eben die üblichen Verdächtigen ein. Ja. Und die richtigen Stammgäste vergiss ich es dann. Ja. Und das haben wir ab dem 10-Jährigen, hat eigentlich jeder Stammgast, hat eben auf die Hand durch ein Bärli mit ein paar so Jetons drin und dann hast du einfach haben wir so Open Bergas gehabt, alle können kommen, hat es Roastbeef Sandwich gegeben, Champagner und alles hat irgendwie 5 oder 10 Stutz gekostet und so ein Jetto war es. Aber dort haben sich viele chauffiert, wie kann man an die Öffnung einladen und 5 Franken fürs Champagner verlangen. Wie gemeint, es gratis. Also da haben wir auch ein bisschen aufgehört. Ja. Da machst du lieber mal mit 10 guten Stammgästen, gehst du mal zu einem anderen Beizer, lässt sie einfach mal ein, irgendwo go essen und kannst auch Zeit mit ihnen verbringen. Ja. Das mache ich viel mehr als jetzt so grosse Events. Nico, wir haben das schon geredet. Habe ich vergessen, dich etwas zu fragen? Nein, ist auch schön, ist viel angenehmer gewesen, als ich denke. Nein, ist super. Also über Ziggis reden. Genau, schöne Einstieg. Danke vielmals, hast du Zeit genommen. Und ich glaube, es hat ein paar sehr, sehr wichtige Sachen gehabt für Leute, die irgendwann ihr eigenes Ding machen wollen. Danke vielmals, Nico. Danke dir.